Willkommen zurück zu Far Cry 4. Und jawohl. Ja, und ups, das war zu weit. Ja, so. Den haben wir schon mal gekillt. Boom. Okay, da lebt anscheinend noch einer. Wo ist derjenige? Ach, da ganz, ganz hinten, ne. Die Army fühlt sich langsam in der Zange, AJ. Zerstöre weiter ihre Trucks. Kappe ihnen den Nachschub, wie sie es mit uns getan haben. Hoppala, da habe ich das Fahnenkreuz vertauscht. Wo lass denn, Kollege? Hoppala. Ja, weißt du was? So, erledigt. Wow, 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 Kollege hier. Ist ja immer ganz krasser an. Ne, jetzt ist schon ein Adler. Ah, fick dich, du scheiß Vieh. So, was wir machen, den durchsuchen oder was? Okay, wieder Karma abgeschlossen. Hier, Karma, 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 Baby. Wie viel Karma haben wir denn bekommen? Hm? Ich würde gerne wissen, wie viel Karma wir bekommen haben. Hallo. Ja, wird man anscheinend verweigert, gesagt zu bekommen. Ah, jetzt 300, okay. Ja, wir sind immer noch nicht ready. Schade. Ich würde gerne das nächste Karma-Level erreichen. Weil Karma ist ja so wichtig. Ist ja gut, Elch in der Brunst, So, was haben wir hier? Ein Sammlungsding. Machen wir uns da auf den Weg. Ah, hier ist ein L. Mhm. Interessant, interessant, okay. So, was machen wir denn? Was machen wir denn? Können wir nochmal hier hin? Und können uns hier noch das Haar schnappen oder so? Eigentlich da ein bisschen will ich noch nicht machen, aber vielleicht schnappen wir uns das hier. Dafür brauchen wir aber ein Auto. Und wir haben hier nirgendwo ein Auto. Ich muss da in die Richtung nicht, hä? Ich bin da ein bisschen verwirrt. Achso, ich muss zum Lager, zum Turm zurück. Alles klar. Beziehungsweise am Turm vorbei. Ja, Elch, ich jag dich jetzt. Buh, buh, buh. Ja, hab Angst vor mir, los. Ja, dann fahr ich am besten mit dem jetzt einfach rein, obwohl die haben wahrscheinlich Raketenwerfer. Dann bin ich sofort tot. Lalalalalala. Aber wir sind doch echt gut dabei. Fast alles befreit inzwischen. Der Lohn wird uns auch bald gehören. Yummy, yummy, yummy. Yabi, yabi, yabi. Lalala. Doch, hier war ein Schmuck. Fast alle Glockentürme im Kürat senden jetzt meine betörende Stimme. Ja, und dank mir, ne? Das ist noch nicht alles. Ich werde euch auch verraten, wer dahinter steht. Kein geringerer als AJ Gale. Oder wie man es richtig aussprechen müsste, AJ Gale. Denn wegen des Namens, wegen dieser ganzen Namensgeschichte, habe ich ein Bündchen mit ihm zu laufen. Kann ich mal kurz Dampf ablassen? Ich weiß, dass AJ das mit seinem Namen eher locker zieht. Er nennt sich AJ. So. Aber mit dem Granatwerfer. Okay, ich schieße die ganze Zeit daneben. Ein Bär. Wo denn? Ich sehe niemanden. Das ist mein Problem. Na gut, dann gehen wir mal raus. Durchhalten! Wir kommen!
bitte, danke. Wir kommen aus der Luft! Kommt aus der Luft. Oh oh. Aus der Luft ist böse. Den Sack nicht, gibt's doch nicht. Wie viel muss ich denn noch auf den Rauf ballern? Geht doch. Und wir brennen jetzt wahrscheinlich tot. Fertig Zwischensequenz. Naja, aber immerhin 17 aus dem Posten haben wir jetzt. Bin ich immer gespannt. Dann heilen wir uns mal eben so. Und holen uns mal hier die ganzen Punkte. Neue Aktivitäten freischalten. Okay. Neue Aktivitäten sind auch mal gut. Was mich jetzt mal interessiert ist, wenn ich jetzt hier auf das Ding drauf schieße. Geht's doch, okay. Das wollte ich mir rausfinden. Ja, hier jagen die Dinger eigentlich immer noch hinter, wenn ich hier drauf geschossen habe. So, hier liegt einer. Wo die alle liegen, ey. Ist unglaublich. So, hier müssen auch noch ein paar liegen, meine ich. Zumindest liegt hier einer. Den nehmen wir noch mit. So, dann liegen vielleicht hier noch ein paar. Na, scheinbar nicht, okay. Liegen vom Helikopter vielleicht hier noch ein paar Leute rum. Schön dich zu sehen. Ja, ja, ja. Sagst du es auch nur, weil ich euch den Arsch gerettet habe. Na gut, dann nicht. Bin ich halt beleidigt. So, da ist hier das Plakat ab. Da ist irgendwo noch eine Kiste. Kiste. Bin ich irgendwie... Achso, da drin wahrscheinlich. Ah, hier. Und so, haben wir irgendwas Tolles, ne? Jetzt, dann gehen wir hier rein, wenn der mich... Wenn mich das Teil mal lässt. Ja, das haben wir denn hier schön. Das ist auch groß. Und geräumig. Das ist doch schön. Hier gibt es irgendwie nichts zu lesen oder so, ne? Ne, schade. Jetzt, dann machen wir uns hier. Wir haben die MP. Haben die nicht schon gehabt? Egal. Ich hinterfrage es einfach gar nicht. So, und wir verkaufen uns hier Ausrüstungsteile. Das können wir alles behalten. Oh, wir haben keine grünen Blätter mehr. Kann aber nicht sein. Erstmal schauen wir auf die. Wir haben immer noch zwei Erfahrungspunkte mehr. Wir könnten das skillen. Achso, dann können wir in unendlich viel investieren. Okay, das will ich noch nicht machen. Sammlung, Beutetasche. Ach, Tatsache, wir haben echt keine grünen Blätter mehr. Hm, okay. Ist natürlich doof. Gut, aber die Folge gibt, glaube ich, auch noch ein kleines Stückchen, oder? Machen wir denn noch was irgendwie? Ich weiß noch nicht, was gerade wirklich. So, hier hatten wir alles ausgebaut gehabt. Haben wir denn hier noch irgendwas Interessantes? Das war jede Menge Orte zu erkunden. Haben wir eigentlich nichts mehr. Hier können wir mal so ein bewaffnete Eskorte machen. Hm. Wollen wir die bewaffnete Eskorte machen? Ich weiß es nicht. Die Bombending war auch lustig. Hier mal können wir auch noch machen. So viel, aber hier sind, die Wege sind zwei, wie viel aufpassen haben wir denn noch? Hier sind zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Sieben Stück haben wir nur noch vor uns. Gut, können wir uns jetzt schon mal, ich weiß, das machen einfach jetzt Jumas Festung, beziehungsweise machen schon mal die Vorbereitung dafür. So, ausgerüstet sind wir, wohl, ach, mach ich denn da? Gehen wir hier hin, weil hier kriege ich ja natürlich gratis Sachen, ne? Ihr wisst Bescheid. So. So. Da kann man
nichts mitnehmen, alles klar. Was mit dir machen hier? Nö, wir haben alles, alles klar. Kriegen wir vielleicht noch ein bisschen Geld oder so? Nö. Was bringt mir diese scheiß Schreine hier? Das ist einfach nur Geldausgabe. Ich habe schon was mit dem Geld machen kann, habe ich das Gefühl. So. So, wir grauen uns einfach mal hier durch. Ich meine, einen schönen Garten. Ja, 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 ja. Alles meins. Zack, zack, zack. Und jetzt alles. Was geht denn hier ab? Machen. Hm, egal. Ist nicht mein Problem. So. Machen wir hier Schnellreise hin. Und dann holen wir uns gleich die Jubel. Also, da geht's raus. Ich weiß nicht, was die mit den Hunden. So, machen wir natürlich noch einen Wegpunkt hier hin am besten. Aber das werden nie normale Haustiere. So, jetzt. Auf geht's. Bei Gelegenheit sollte ich mir noch ein paar grüne Blätter besorgen, weil wir sind ja ziemlich empty, was das angeht. Arschloch! Was ist denn hier im Hinterhalt? Was laberst du, Glückstück, denn da? Dann nehmen wir den Halt. Hier sind grüne Sachen. Was ist das grüne Pflänzchen? Hä? Was ist das grüne Pflänzchen? Das soll immer ein grünes Pflänzchen sein. Ah, da ist das grüne Pflänzchen. Okay. Zack. Was hier interessant eher ist, jetzt geht er mal hier. Plakat und dann halt die ganzen Kisten hier. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Was ist das jetzt? Das scheint es gewesen zu sein, okay. Ich hatte doch ein bisschen mehr erhofft, aber egal. Passt schon. So. Okay, jetzt kann man einfach, können wir ihn fahren lassen. Oh, das geht aber hier knapp. Komm, sag mal hier ein bisschen umschauen. Schauen wir mal, wir müssen hier lang, okay. Komm, fahr drüber. Du blödes, ungefickes Gescheiter einer sibirischen Bergziege, du Arschloch, gefickter Hurenficker, du! Du Fickfrosch! Wie fühlt es sich an zu wissen, dass man versagt hat, hm? Und ich sage das jetzt nicht, weil ich von einer unbekannten Station sende, die du niemals finden wirst. Nein, ich sage das, weil jeder so denkt. Jeder weiß, dass wir dich holen werden und dass du verdammt nochmal verlierst. Wie fühlt es sich an zu wissen, dass Karma eine Schlange ist und die Rache naht? Oh Mann, das labert der Typ die ganze Zeit nur. Und die Zeit ist nah. Also, was wird Juma da? Gottverdammte Juma. Vorsicht, AJ. Du näherst dich Jumas Festung, Ratugadi. Es ist keine gute Idee, sie anzugreifen, solange Juma das Kommando hat. Ah, ja, ja. Gut, dann mach schon der Schätzen Cut und wir sehen uns nächsten Folge wieder. Haut rein. Ciao.